Hallöchen, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es geht heute mal wieder um ein Schrebergartenthema. Allerdings sind wir, wie ihr es unschwer erkennen könnt, nicht im Garten heute, sondern bei mir zu Hause, denn ich drehe ein FAQ für euch. Und zwar, wie ihr ja wisst, bin ich seit einiger Zeit bei uns im Vorstand. Und ich dachte, ich erzähle euch dazu einfach mal so ein bisschen, vielleicht interessiert den einen oder anderen, was dort so zu tun ist, wie ich überhaupt da reingekommen bin und was das Ganze so mit sich bringt. Vielleicht will ja auch der ein oder andere irgendwie sowas machen oder hat sich schon immer gefragt, was machen die ganzen Leute denn da eigentlich im Vorstand? Genau, wenn euch das interessiert, dann bleibt gern dran. Und dann geht es jetzt wie immer direkt los. So, ich fange mit dem ersten Thema einmal direkt an, und zwar, wie bin ich überhaupt in den Vorstand gekommen? Also bei uns ist es so, ich denke, das ist in den meisten Vereinen ähnlich, dass dort nach einer Amtszeit von, ich meine, 3 Jahren der Vorstand neu gewählt wird. Und zwar war das bei uns eben ja an der Zeit. Und dann ist es meistens so, dass entweder die Vorstandsmitglieder, die halt Bock haben, das Ganze noch weiterzumachen, so dass die halt einfach bleiben, oder es wird halt so ein bisschen rumgefragt, wer Bock hat, ein Amt zu übernehmen. Und demnach wurde ich auch gefragt, ob ich Lust habe, denn ja, ich habe das ein oder andere Mal schon so ein bisschen mitgeholfen. Ich habe einmal letztes Jahr, meine ich, Anfang letzten Jahres, schon mal jemanden vertreten. Und ja, deswegen wurde ich da einfach gefragt, ob ich nicht Bock hätte, da auch ja vielleicht aktiver ein bisschen mitzumachen. Und da wusste ich anfangs erstmal noch gar nicht ganz genau, was kommt auf mich zu. Deswegen habe ich da dann erstmal mich ein bisschen informiert und mit dem einen oder anderen gequatscht. Und dann habe ich mich aber eigentlich relativ schnell dazu entschieden, das zu machen. Denn ja, ein Vorstand ist natürlich nicht nur, wie man das vielleicht auf den ersten Blick oder aufs erste Hören sagen, irgendwie mitbekommt, die pure Arbeit. Denn man kann da auch, und das finde ich das Positive daran, einfach super viel mitgestalten. Man hat ja einen Posten, wo man eben mit Entscheidungen treffen darf. Und so den Verein und auch das Vereinsleben, den Garten, die Gartenanlage einfach aktiv mitgestalten kann, was da passiert, was vielleicht erneuert wird etc. Und gerade das fand ich einfach richtig cool, denn ja, ich will mich ja nicht nur in meinem Garten aufhalten und dort für mich sein, sondern auch an der Gemeinschaft teilnehmen, und dann zählt auch einfach das große Ganze. Demnach habe ich mich dann dazu entschieden, das einfach mitzumachen, und dann ja, stand der Wahl praktisch nichts mehr im Weg. Genau, dann komme ich jetzt zum zweiten Thema, und zwar die Wahl des Vorstandes. Und zwar war das bei uns jetzt so, dass der neue erste Vorsitzende praktisch ein Team zusammenstellt, das dann bei einer Jahreshauptversammlung gewählt wird. Es kann sich natürlich auch jemand oder mehrere Leute für die unterschiedlichen Posten aufstellen lassen, die dann eben dann dort tatsächlich gewählt werden müssen. Man kann das Ganze dann per ja, Handzeichenwahl machen. Es geht aber, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, auch mit so einer schriftlichen Wahl, genau. Bei uns war das aber halt eben per Handzeichen. Denn meistens ist das tatsächlich so, dass da jetzt nicht die 35.000 Leute Schlange stehen und alle im Vorstand mitmachen wollen. Denn es ist meistens nur echt eine kleine Anzahl an Leuten, die das auch tatsächlich machen wollen. Und demnach war das auch bei uns so, dass das Team im Vorhinein so ein bisschen zusammengestellt wurde. Und dann kommt jetzt gerade Sascha nach Hause. Hallo. Hallo. Genau. Und dann ist das so, dass das Team dann an sich gewählt wird. Und genau, ich habe mich dann dazu entschieden, zusammen aber mit den anderen natürlich, dass ich den Posten des Kassierers übernehme. Das heißt, ich bin praktisch dort zuständig für die Kasse. Das heißt, alles, was so um Rechnungen geht, um Ein- und Ausgaben, um die Beiträge, die von den Mitgliedern bezahlt werden, um
ja, Kontakte mit dem Finanzamt und mit dem Stadtverband und alles, was sich irgendwie dort um Geld dreht. Natürlich ist das nicht das Einzige. Man hat da auch noch verschiedene andere Sachen zu tun, beziehungsweise kann man sich in verschiedene andere Sachen trotzdem mit einbringen. Dazu komme ich aber gleich noch. Genau, ja, dann ist das eben so, dass bei der Jahreshauptversammlung der Vorstand mal gewählt wird und dann kann es praktisch eigentlich schon losgehen. Man muss da so ein paar Punkte einfach beachten, ja, dass man das Ganze auch hinterher öffentlich macht. Das heißt, es muss ausgehangen werden, wer da gewählt wurde. Das muss an den Stadtverband gemeldet werden und so weiter. Das sind halt so ein paar Sachen, die einfach ja, wichtig sind, damit die Wahl praktisch ja, nicht mehr anfechtbar ist, beziehungsweise halt so, wie das die Vorschrift sagt, durchgeführt werden kann oder durchgeführt werden konnte. Und ja, dann war es das auch eigentlich schon. Mit dem Kassierer, bei mir jetzt im Vorstand, ist dann noch der erste Vorsitzende. Dann gibt es einen Stellvertreter, beziehungsweise einen zweiten Vorsitzenden. Dann gibt es einen Fachberater. Das ist einfach eine Position, die ja, die Leute oder die neuen Gärtner, die da sind, oder auch schon ältere Gärtner, wenn sie einfach Fragen haben, zu bestimmten Themen zur Seite steht und ja, als Ansprechpartner dient. Dann gibt es noch einen Obmann. Der ist einfach dafür zuständig, dass unter anderem die Gemeinschaftsarbeit erledigt wird. Der kümmert sich so ein bisschen um verschiedene, ich sag mal in Anführungsstrichen, Hausmeister-Themen, die so in der Anlage anfallen, koordiniert so ein paar Dinge wie das Wasser anstellen, Tausch von Wasseruhren, verschiedene Leitungen, Strom, Vereinsheim und so weiter. Also alles, was so ein bisschen in die Richtung geht. Gesundheit. Und dann, genau, ist das so der Hauptvorstand, wer dann immer noch bei den Vorstandssitzungen mit dabei ist und halt meistens die Leute, die die Heimkassierer übernehmen, also die dann dafür zuständig sind, dass das Vereinsheim abgerechnet wird. Wir haben da ja eine Getränkeausgabe und so weiter. Die sitzen dann bei den Sitzungen auch immer noch mit dabei. Genau, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir gehen jetzt aber mal weiter zum nächsten Punkt. Und zwar sind das die Aufgaben im Vorstand. Ich habe gerade schon ein bisschen angeschnitten, was die Kassierertätigkeit ist. Jetzt ist es aber zusätzlich noch so, dass sich der Vorstand einmal im Monat, bei uns ist es so einmal im Monat, trifft und dann verschiedene Themen einfach bespricht, das, was gerade so ansteht, ob es Pächterwechsel gab zum Beispiel. Ob es irgendwelche Themen mit dem Stadtverband gab, was vielleicht erneuert wird, was für Feste anstehen, was umgestellt wird, was bei der Gemeinschaftsarbeit erledigt werden muss und so weiter. Also alle Themen, die eben ja, das Vereinsleben so betreffen. Und das wird dann auch protokolliert. Jetzt merke ich gerade, dass ich eine Person vergessen habe im Vorstand, und zwar den Schriftführer. Das ist auch immer noch ganz wichtig, dass der mit dabei ist, denn alle Treffen müssen protokolliert werden. Das habe ich gerade vergessen. Genau. Also das bei den monatlichen Treffen, genau, dann dort auch einfach aufgeschrieben wird, was so passiert und das einfach nochmal schriftlich festgehalten wird. Genau, dann kann sich jeder im Vorstand, also nicht nur der Kassierer, sondern auch die anderen Mitglieder, natürlich aktiv einbringen und da so ein paar ja, neue Ideen einbringen oder auch eben Posten, die gemacht werden müssen, einfach mit unterstützen. Wenn zum Beispiel entschieden wird, dass ein Fest geplant wird, dann kann ich jetzt als Kassierer eben nicht nur sagen, ja, mein Thema sind jetzt die Finanzen. Ich kann halt auch sagen, okay, ich habe jetzt Bock auf Grillen. Dann übernehme ich bei dem Grill zum Beispiel das Grillen. So, als Beispiel. Das ist aber eigentlich ganz offen. Also jeder kann sich da einbringen, wie er Bock hat und ja, auch von sich aus Posten übernehmen oder Aufgaben übernehmen, auf die er eben Lust hat. Die meisten Aufgaben hat natürlich eigentlich der erste Vorsitzende, der natürlich ja, nicht nur die ganzen Hintergrundaufgaben zu tun hat, denn auch immer aktiv bei Gesprächen zum Beispiel dabei ist. Wenn sich jetzt Pächterwechsel ergeben, dann sind da immer einige an Gesprächen, die da stattfinden, von den Wertgutachten über erste Besichtigungen, über Übergabegespräche und so weiter. Also das hat der erste Vorsitzende meistens dann zu tun, aber da kann auch immer dann noch ein zweiter, ob das jetzt der zweite Vorsitzende ist oder auch der Kassierer,
jeweils in dem Fall bei mir mit dabei sein. Wichtig ist halt einfach nur mal, dass der erste Vorsitzende da so die führende Hand hat, sage ich mal. Aber ihr merkt, nur weil man jetzt einen bestimmten Posten hat, heißt das noch lange nicht, dass man praktisch bei den anderen Sachen nicht mitmischen kann. Genau, das ist eigentlich, hängt immer so ein bisschen natürlich auch von dem Verein ab und von den Personen, die dort eben mehr oder weniger bestimmte Aufgaben übernehmen. Ich vermute auch mal, es ist nicht überall gleich. Einiges vermischt sich mit Sicherheit auch immer so ein bisschen. Ja, dann kommen wir einmal zum nächsten Thema und zwar sind das Weiterbildung und Schulung. Das ist so ein Thema, was eigentlich nicht so ganz präsent ist, aber ich wollte es trotzdem einmal mit ins Video aufnehmen. Und zwar ist es so, dass unter anderem vom Stadtverband als auch vom Landesverband natürlich sehr viel an Unterstützung fließt. Das heißt, man kann dort bei Fragen oder bei Unklarheiten oder sowas sich immer melden und sich da beraten lassen. Jetzt gibt es unter anderem, meine ich, vom Landesverband, wenn ich mich nicht irre, auch einige Schulungen, die jetzt neue Vorstandsmitglieder zum Beispiel besuchen können, wenn es dort Bedarf gibt. Bei uns ist es jetzt so, es gab jemanden, der mich jetzt zum Beispiel weiterhin unterstützt und ich dementsprechend nicht so zu 100% auf eine Schulung angewiesen bin, wenn derjenige jetzt zum Beispiel aus dem Gartenverein austreten würde und ich jetzt praktisch vor dem, ja, vor dem Nullpunkt stehen würde und gar nichts weiß, dann könnte ich natürlich so ein Seminar besuchen. Das ist aber eben jedem freigestellt. Wenn man das mitmachen möchte, dann kann man das halt auch einfach machen und schadet demnach auch mit Sicherheit nicht. Genau, dann würde ich schon zum letzten Thema kommen und zwar würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was ich schon so, ja, dort, ich sag mal, eingebracht habe, implementiert habe, in welchen Themen ich schon irgendwie Ideen habe und was, ja, ich so vorhabe in meiner Vorstandsarbeit. Und zwar eben nicht nur diese Standardaufgaben, die einfach so oder so gemacht werden müssen, denn ich habe auch eigentlich Lust und das wurde jetzt in den letzten Sitzungen auch schon so ein bisschen besprochen, dort das Ganze so ein bisschen zu modernisieren. Wir haben jetzt unter anderem schon so ein bisschen Richtung Digitalisierung gedacht, also dort verschiedene Programme zum Beispiel zu etablieren und das Ganze bürokratischer ein bisschen digitaler zu machen. Dann habe ich jetzt unter anderem schon einen Instagram-Account erstellt, auch für unseren Garten. Ja, damit einfach so ein bisschen, ja, das Ganze mal ein bisschen moderner gestaltet wird. Der eine oder andere kennt das vielleicht oder hat so im Kopf, wenn man so an Gartenvorstand denkt, dann ja, kommt einem meistens so ein bisschen dieses Alteingesessene irgendwie in den Kopf. Und da habe ich einfach total Bock, das Ganze so ein bisschen moderner zu gestalten. Wir haben auch überlegt, schon meine Homepage zu machen, zuzüglich eben zur Instagram-Seite, dass man da einfach noch so ein bisschen, ja, detaillierter auf ein paar Punkte eingehen kann. Und ja, mal gucken, was dann noch so kommt. Dann stehen natürlich auch einige Feste an, wo ich auch sehr Lust habe, mich damit einzubringen. Das ist dann halt neben den Standardfesten, wie Ostern, Pfingsten, Tanz in den Mai oder was auch immer, vielleicht noch so ein paar besondere Veranstaltungen gibt, man vielleicht auch ein bisschen was machen kann, um neue Mitglieder in den Verein zu holen, dass ein bisschen mehr für Kinder gemacht wird zum Beispiel. Ja, mal gucken, was noch alles so kommt. Ich denke, es wird auf jeden Fall richtig spannend und ich habe total Lust darauf, den Verein so ein bisschen mitzugestalten. Und mal gucken, was so passiert. Das war es auch tatsächlich jetzt erstmal schon. Ich will euch jetzt nicht Ewigkeiten zuquatschen mit dem Thema. Es sollte einfach so ein bisschen rund um so ein paar Grundthemen gehen. Wenn ihr Fragen zu dem Ganzen habt, dann schreibt die doch sehr gerne in die Kommentare. Ich beantworte die dann sehr gerne. Und ja, wenn sich das ergibt, dann gibt es auch gerne ein weiteres FAQ zu dem Thema Gartenverein oder Vorstand. Vielleicht habt ihr auch Fragen zu anderen Themen, die jetzt den Vorstand nicht betreffen, sondern halt allgemein zum Garten. Dann auch immer gerne in die Kommentare damit. Dann vergesst auch nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn du da gerade zuschaust, dann abonniere doch gerne meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann verpasst du auch die nächsten Videos nicht mehr.
Dann gehst du nämlich jetzt in den nächsten Wochen natürlich auch wieder weiter mit dem Schrebergarten, denn wir haben einige Themen, die vor uns stehen. Rasenmähen steht an, die ersten Jungpflanzen werden ausgesetzt, sie werden ausgepflanzt. Und ja, wenn ihr Bock darauf habt, dann abonniert gerne und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!